So, die Aufgabe zum Verstärker- und Smith-Diagramm. Also die Aussage war natürlich nochmal, diese ganzen Geschichten macht man besser mit sehr viel Ruhe und sehr viel sauberem Arbeiten und nicht so sehr dadurch, dass man möglichst schnell versucht, irgendwelche Abkürzungen zu gehen und hektisch wird, nicht? So, wir haben hier die, haben Sie schon gesehen, die ganzen S-Parameter, die entscheidenden zumindest bis auf S1.2 eines Transistors aufgeführt. Wir haben den Stabilitätsfaktor hier aufgeführt auf der rechten Seite. Die Rauschzahl ist hier nicht gezeigt, brauchen wir auch nicht, brauchen wir uns nicht drum kümmern. S1.2 fällt dann hier ab bis hier auf den 3 GHz Bereich und die S1.1 und S2.2 sind hier in blau und rot gezeigt. Okay. Dann kommen dazu der Stabilitätskreis für die Source-Ebene mit dem S1.1 hier in der Mitte und den entsprechenden Gewinnkreisen. Ist das hier nochmal kommentiert, welche das sind? Ne, wird es wahrscheinlich gleich noch. Und hier derselbe Spaß nochmal. Stabilitätskreis für die Lastebene und dazu eben auch das Power Gain. So, das ist der BFG 591. Die Gewinnkreise sind gemacht für 10, 20, 30, 40 und so weiter linear bei 500 MHz bis 100 hoch. Die Spezifikation des Verstärkers ist in etwa wie folgt. Möglichst einfacher Aufbau, also das ist jetzt nicht unbedingt was man so als Spezifikation für einen kommerziell zu verkaufenden Verstärker nehmen würde. Nicht, aber so für eine Klausur ist das in Ordnung. Ein einfacher Aufbau heißt, also wenn du ein Element einsparen kannst und vielleicht kein L brauchst oder kein C brauchst, dann nimm es auch nicht. Ne? So, Gewinn von mehr als 17 dB, muss man wissen, ist Faktor 50. Ne? Anpassung auf beiden Seiten besser als 5 dB. So, äußern Sie sich zur Stabilität und geben Sie bei der Betriebsfrequenz stabile bzw. instabile Bereiche an. Erläutern Sie, was Stabilität überhaupt bedeutet und welches Maß Sie zur Beurteilung verwenden. Bitteschön. Jetzt nicht sofort mitschreiben, sondern mitreden. Geht es darum, ob man im Wattstand hat, quasi, dass das System mit anfängt zu schwingen. Das bedeutet im Prinzip diese Stabilität. Die wird halt durch diesen K-Faktor abgeben. Ja, auch. Genau. Aber bei der Betriebsfrequenz von 500 MHz. Haben Sie noch detailliertere Aussagen? Guck mal, das ist hier zum Beispiel der Stabilitätskreis für die Lastreflexion. Der schneidet das Smith-Diagramm. Der schneidet auch das Smith-Diagramm. Ne? Das ist der für die Quellreflexion. So, wenn er das schneidet, ist das Ding bei der Betriebsfrequenz bedingt stabil. Das heißt, das, was ich da jetzt lesen will, ist, bei der Betriebsfrequenz ist der Transistor bedingt stabil. So, dann kann man noch ein bisschen ausführen, dass man ihn zum Beispiel am Eingang nicht kurzschließen sollte. Wird man auch eher so nicht tun, aber ne, also das da kurzschließen und niederohmige Induktivitäten kann er halt nicht ab. Das ist nämlich genau dieser Bereich hier. Dann wird er schwingen. So, während hier sollte man ihm keine diese Induktivitäten da anbieten, ne? Auch immer noch induktiv am Ausgang. So, dann müsste man sich dazu äußern, wie ist das mit der Stabilität über den gesamten Bereich? Und da ist der K-Faktor, ne? So, und da sehen Sie, dass der in diesem Bereich hier von, was sind das hier, 600, na, vielleicht 650, 700, da so in dem Bereich, ne? Megahertz bis hier hoch zu 2,5 Gigahertz und darüber muss man sich das zwar noch angucken, aber es ist vielleicht eh auch gar nicht mehr so kritisch, dass der da absolut stabil ist, aber in dem unteren Frequenzbereich hier und auch in dem im Betriebsbereich, das ist ja genau der hier, das K unter 1 liegt, das heißt, das Ding ist nur bedingt stabil. Gott, das müsste man sich jetzt, das müsste dazu, so hätte man sich oder sollte man sich dazu äußern. Gut, das ist gewusst. Wählen Sie ein Anpassnetzwerk so einfach wie möglich.
das die oben genannte Spezifikation erfüllt. Was sind dann die Betriebsparameter? Zeichnen Sie entsprechend der komplexen Eingangsreflexionsfaktoren in das, die komplexen Eingangsreflexionsfaktoren in das beiliegende Smith-Diagramm ein und bestimmen Sie mit Hand und Zirkel Betrag und Phase. Mit Hand? Ich hätte meinen wollen, das sollte Geodreieck sein, aber was soll's. Das Smith-Diagramm taucht hier unten auf, Sie haben eins vorliegen. Gucken wir uns die Geschichte erst nochmal an. Ja, nehmen wir erstmal den Ausgang. So, was haben wir denn jetzt hier für Gewinnkreise? Denn die Nebenbedingung war ja, oder die wichtige Bedingung war ja auch Verstärkung von 50, ne? Mindestens. Bitte? Würde ja schon mal passen. Das sind 100, 90, 80, 70, 60. Der liegt schon ziemlich gut dran, ne? Anpassung an Eingang und Ausgang gleichzeitig geht nicht. Aber wenn wir dem jetzt hier einfach 50 Ohm anschließen, müsste man ausprobieren. Das sollte hier, wahrscheinlich ist es da so in etwa sein, dann müssten wir schon mit einer Verstärkung von über 17 dB rauskommen. Was passiert hier? 100, 90, 80, 70, 60, 50. Ebenso, das heißt also, es könnte sogar angehen, dass wir auf beiden Seiten einfach nur 50 Ohm anschließen können, aber wahrscheinlich werden wir mit der Eingangsreflexion Probleme haben. Gleichzeitig anpassen können wir sie sowieso nicht. Ich gucke mal, was ich in der Lösung haben wollte. Muss ich mal spicken. Genauso habe ich es nämlich auch gemacht. Das heißt also, die Aussage könnte hier jetzt sein, man müsste es jetzt kontrollieren, noch, ob das auch wirklich so ist. Die Anpassung muss ja nur besser als 5 dB sein, mehr nicht. Das ist ja, für einen Leistungsverstärker würde ich sagen, es ist nicht ungewöhnlich, es ist jetzt sicherlich nicht gut, aber es geht halt auch noch schlechter. So, und für so eine Klausuraufgabe, bei der es möglichst einfach sein soll, war dann eben auch hier der Sinn der Sache einfach zu erkennen, hey, wir erreichen das alles schon, indem wir eigentlich an der Anpassung nichts tun. Und wenn das eben die Speck ist, dann tust du da auch nichts. Ja? Bist doch ein Ingenieur, willst ja auch das Ganze auch noch verkaufen können und dann soll es eventuell billig sein oder was auch immer der Grund jetzt gewesen ist. Ne? So, man müsste jetzt nur kontrollieren, eben wie groß der Reflexionsfaktor ist und dann kriegen wir hier eben raus 0,376, da steht es ja auch, das S11. Wenn Sie das quadrieren, nee, oder in dB umrechnen mit dem Taschenrechner. Was habe ich denn hier auf dem Rechner da? So, mal gucken. Ja, es geht sogar. Das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wir kriegen hier mit der, das können wir sogar mal 20 machen, ne? So, wir kriegen sogar eine, halt, das ist aber auch falsch. Das ist nämlich der Log 10. Ich hoffe, den gibt's. Genau, so. Also, das ist eine Anpassung von minus 8,5 dB. Sieht man da unten, das ist der Emax und das ist einfach nur gerade Lisp. Aber das Taschenrechner funktioniert das wunderbar. Muss nur aufpassen, dass man eben den Logarithmus zur richtigen Basis nimmt. Okay, haben wir geschafft. Ne? So, also S11 wäre okay, würde die Spezifikation erfüllen. S22 dann auch. Guck mal, da steht 0,121, brauchen wir gar nicht viel zu überlegen. Ne? Ich erfüllt die Spezifikation, wobei ich jetzt nicht aufgepasst habe, was hier der Imaginärteil spielt, hier in der Richtung keine Rolle. Hier ist der Imaginärteil größer, also 0,121, aber vom Betrag her ist es immer noch kleiner als das, was wir eben hatten, also brauchen wir uns gar nicht weiter Gedanken machen, auch S22 erfüllt die Spezifikation. So, eigentlich schon Haken dran. Bis auf die Tatsache, dass das immer noch jetzt nur bedingt stabil ist. So, wie geht die Fragerei weiter? Okay, man musste also jetzt nicht sonderlich viel im Smith-Diagramm arbeiten, außer dass man abschätzen musste, dass man es eigentlich so schon schaffen kann.
Arbeit im Smith-Diagramm machen wir gleich nochmal separat an irgendwelchen mehr künstlichen Aufgaben. So, mit welchem Problem ist zu rechnen, wenn der Verstärker für sich alleine verkehrsfähig, also fehlertolerant sein soll? Was ist zu tun? Naja, er sollte absolut stabil werden, damit man den auch wirklich verkaufen kann. Was müssen wir machen? Wir müssen also leider solche Dämpfungsglieder oder Transistoren oder sowas einführen, damit er das eben auch wird. Das ist aber eine qualitative Antwort und die reicht auch an dieser Stelle. Ne? Also ich kann jetzt nicht von Ihnen verlangen, dass Sie jetzt genau ausrechnen und genau hinschreiben, wie groß dieser Widerstand sein soll. Das würde, probiert mal aus. Ne? Bitte? Ja, nee, eben nicht. Ja, also da müssen Sie schon selber ausprobieren. Ne? So, geben Sie das Vorspannungsnetzwerk an, kommentieren Sie, welche Elemente Sie einsetzen und dimensionieren Sie diese überschläglich. Geben Sie natürlich ein generisches Schaltbild an. So, das ist jetzt ein bisschen Arbeit und das ist, glaube ich, auch das Schwierigste an dieser Stelle hier. Was haben wir jetzt hier gehabt? Also, diese Geschichte hier ist das Vorspannungsnetzwerk. Also das hier ist nochmal ne, zur Dämpfung gewesen. Das ist nicht ideal, was wir hier gemacht haben oder was ich hier gemacht habe. Aber es erfüllt die Speck. Also wir brauchen hier jetzt jeweils Induktivitäten in einem Bereich, dass sie bei 500 MHz eine hohe Reaktanz zeigen, aber bei 0 eben dann durch, das haben Spulen so an sich, nicht, bei 0 für DC einfach durchsichtig sind. Dann müssen wir hier resistive Elemente anführen, die dafür sorgen sollen, dass die HF-Leistung hier drin verbraten werden kann, während an dieser Stelle jetzt das DC-Netzwerk kommen würde. Das könnte man jetzt auch nochmal mit einem L weiter abkoppeln, damit eben auch, und zwar mit einem noch größeren, damit eben auch niedrige Frequenzen nicht wirklich in der Spannungsversorgung verschwinden, hier oder hier, sondern damit die auch wirklich in den Widerstand gehen. Dann haben wir hier einen Widerstand, der einfach nur niedrige Frequenzen abrauchen lassen soll und der muss gegroundet sein und das wird hier mit diesem C gemacht. Aber natürlich wollen Sie nicht, dass irgendwelche Gleichspannungen dahin abhauen. So, und dann haben wir hier noch die typischen Blockkondensatoren dran, die gehören auch mit dazu, die dafür sorgen sollen, dass der Verstärker nach außen hin eben keine DC verlieren kann. Und den Dings nicht kaputt macht. Wie heißt er? Ja, hat man nicht gebraucht. Den Spektrumanalysator beispielsweise nicht kaputt macht. So, das wäre diese Aufgabe gewesen. Also ist eher qualitativ, weil man kann jetzt in der Klausur nicht wirklich quantitativ so einen Verstärker auf dem Niveau entwerfen, sondern könnte man vielleicht eine künstliche Frage stellen, wie würden Sie genau dieses eine Anpassnetzwerk für den Frequenzpunkt entwerfen? Also was kann man natürlich machen. Und dann ist das mit dem Verstärker die Geschichte drumherum. Wenn Sie wirklich die Schritte des Verstärkerentwurfs durchgehen wollen, dann ist die Aufgabe eben eher so eine qualitative, wo relativ einfache Ergebnisse rauskommen, wo man aber ein bisschen begründen muss. Gut. Mm-hmm.